Ich sitze hier sicher seit 20 Minuten und weiß nicht, wie ich anfangen soll. So, der Grund ist folgender. Wer mich die letzten Wochen ein bisschen verfolgt hat, hat wohl gemerkt, dass ich nicht ganz so gut auf Rainbow zu sprechen bin, oder? Und ich muss etwas zugeben. Manchmal, wenn man im Rausch ist und sich ungerecht behandelt fühlt, steigert man sich immer mehr und immer mehr rein. Was nicht bedeutet, dass die Sachen, die ich gesagt habe, unwahr sind oder ich nicht dahinter stehe. Aber man kann auch mal einen Gang runterfahren. Und das sollte ich vielleicht mal tun. Also nein, keine Sorge, es hat jetzt niemand gesagt von Ubisoft, ey, Jericho, es ist scheiße, was du da sagst, wir wollen das nicht, wir müssen dir das und das wegnehmen. Nein, Ubisoft lässt mir absolute Redefreiheit über das, was ich sage. Der Grund dafür war das Video von Steffen, aka Corny. Steffen hat ein Video darüber gemacht, wie seine Ansicht zu Rainbow momentan ist. Ich bin immer beeindruckt, was Steffen für Worte wählt und ich bin immer beeindruckt, wie positiv Steffen doch sein kann, auch wenn er weiß, dass das Game in keinem guten Zustand ist. Wir ballern ein bisschen und ich werde heute absolut nichts Negatives über Rainbow sagen, sondern reflektiert über die positiven Sachen reden. Das habe ich schon mal gemacht, schon mehrfach gemacht, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass die Dinge, die ich vorher gesagt habe, verschwinden oder nicht gelten. Soundbugs, Cheater, MNK. Übrigens habe ich in den letzten Tagen gemerkt, dass ich mich so ein bisschen in Goyo verliebt habe. Die Vector brauchen 1,5er Ubisoft und Puls braucht auch ein 1,5er. Ist das schon mal aufgefallen, wie sich der Sensor ausklappt, wenn man auf Loadout klickt? So, ich würde sagen, die erste Runde fahren wir mit Blitzi rein. Der kleine... Warum muss das ausgerechnet worden sein? Wisst ihr auch, was das Problem ist, warum ich mich so in Rage rede? Weil ich diesen ruhigen Casual-Aspekt in Rainbow einfach vermisse. Ich will mich halt abends hinsetzen und Spaß haben. Ich habe gerade richtig, richtig Bock auf Kapitao, Kapitao. Einfach rein. Einfach hoch Crouch walken, das hört keiner. Oh, dieser Sound. Oh, diese Waffe ist so straight. Nein! Dann spielen wir Nöckschmöck. Eine Sache, die ihr auch wissen müsst, nicht alles, was ich sage, ist richtig. Das ist einfach mein Empfinden. Das müsst ihr nicht adaptieren oder übernehmen oder sonst was. Ihr könnt da ruhig eure eigene Meinung haben und nicht das sagen, was ich sage. Boah, hab ich den aus dem Headglitch Oh, was hat er denn geschluckt? Ich höre hier links ein. Oh mein Gott. So, jetzt mal Defense und Goyo-Schwau hier spielen. Ich will auch wirklich nicht diese klassischen positiven Aspekte. Ja, Rainbow ist eine Hassliebe. Das Game ist so toll, das bringt einen immer zurück, weil es halt so einzigartig ist. Ja, das wissen wir alle. Wir wissen alle, dass Rainbow ein tolles Game ist. Ich will gerne an so Dingen festhalten, wie Dinge, die man mit Rainbow erlebt hat. Wie zum Beispiel Freunde kennengelernt. Auch wenn man das durch jedes Game gemacht hat, aber es kam nun mal durch Rainbow. Junge, was ist hier los? Ich mag das zum Beispiel sehr, wenn ein neuer Spieler zu mir in den Stream kommt und sagt, ey, ich bin neu hier, ich habe mir das Game vor kurzem gekauft, was würdest du mir für Operator empfehlen, hey Chat und so. Selbst wenn ich sage, dass ich meine Richtung ändere auf meinem Zweitkanal, Rainbow wird immer ein Spiel bleiben, was ich streamen werde. Vielleicht liegt das daran, dass ich mich mit Rainbow auskenne, aber es macht verdammt Spaß, Rainbow zuzugucken. Boah, habe ich dem ein Brett gegeben. Okay. Oh mein Gott. Nein! Ich wollte es aber auch unbedingt wissen. Ja, soll ich machen. Ich bin schon sehr lange in diesem Leak-Thema drin. Seitdem ich YouTube mache, verfolge ich so ein bisschen Leaks, weil mich das so ein bisschen auf Trab hält. Ich mache selber keine Leaks mehr. Ich verfolge es trotzdem, weil es mich einfach anheizt, sagen wir mal. Und jedes Mal, wenn ich diese Sachen sehe, freue ich mich halt wieder. Egal wie schlecht und frustrierend es Season war, ich freue mich dann immer wieder auf die nächste Season und immer wieder auf die nächsten Erneuerungen.
Oh mein Gott! Ich glaube, die war blind. Ich habe die gehört. Das war das perfekte Beispiel einfach. Ich glaube, die Runde ging 30 Sekunden. Wir sind einfach nur reingerannt. Deswegen spielen wir nochmal Blitz. Ey, Alibi ist doch momentan Meta, oder? Jeder Streamer hat halt dieses Main-Game. Und ich kann mir halt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich Rainbow komplett aufgebe. Okay. Alibi OP. Meine Individualleistung, wenn ich streame oder beziehungsweise Rank gespielt habe, war es bis heute ziemlich gut. Was ich damit sagen will, ist also, es liegt nicht daran, dass ich frustriert bin, weil ich keine Kills mache oder so. Daran liegt es halt nicht. Ich möchte nur, dass die Liebe wieder entfacht wird. Junge, nein! Oh! Oh, Jesus. Okay, das war asozial. Alter, was ist das denn? Konsulat, Favela und Emerald Plains? Ich habe auch Valorant runtergeladen und Valorant gespielt. Und auch wenn das Game verdammt geil ist, also Valorant jetzt, hat auch das Game seine enormen Smurfer-Probleme. Ich wurde in jeder Runde umgesmurft. Junge, das war echt nicht spaßig. Junge, wie lang der da am Fenster geschimmelt hat. Das meine ich mit Konsulat. Ich glaube auch, dass meine Schwäche ist, dass ich viel zu emotional immer auf alles reagiere. Oder ich steigere mich manchmal zu sehr in Dinge rein. Was, wie gesagt, nicht bedeuten soll, dass die Dinge, die ich gesagt habe, nicht stimmen. Die stimmen trotzdem. Oh, Thorns Waffe hört sich geil an, fühlt sich geil an und ist auch noch stark. Ah, der war oben, der Sound war wieder kacke. Ich höre die Cavera. Krass, wie gut man sein kann. Ich habe den Sound bis dahin gehört. Im Silent Step war die Ubisoft. Und manchmal höre ich den Sound halt nicht. Das sind so Sachen, die frustrieren mich. Ich habe die bis dahin gehört. Die war im Silent Step. Das Fenster verstehe ich einfach nicht. Ey, wir machen ein Fenster, was in den Spawn reinguckt. Es ist einfach stressig, hier zu spawnen. Jericho, dann spawn er doch nicht. Ich sehe die Cavera schon kommen. Oh, shit. Das war knapp. Nein! Ich habe sie doch gehört, wie sie gepusht hat. Er T-Bagged! Okay, du T-Bagged? Okay, mein Freund. Den habe ich übrigens auch gehört. Jekyll ist schon ein kleiner Assi, oder? LMG in Team Deathmatch, wie geil! Und alle spielen hier Shotgun. Oh mein Gott, warum kommen da zwei angelaufen? Oh Jesus. Gott sei Dank war sein Aim schlechter als meins. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen, weil Ubisoft sehr, sehr viel für mich getan hat. Einfach von mir selber eine Entscheidung gewesen. Oh mein Gott! Also all in all möchte ich mich wirklich bei Ubisoft und auch bei euch entschuldigen, dass ich mich halt so mitreißen lassen habe. Ich werde immer weiter ehrlich bleiben. Ich werde immer das denken, was ich sage. Nein, andersrum. Ich werde immer sagen, was ich denke. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall weiter auf diesem Kanal. Ich freue mich auf Rank 2.0. Ich freue mich auf die ganzen anderen Changes, die kommen. Wie immer sagt YouTube, dass das Video für euch am besten zugeschnitten ist. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.